Liebe Hernerinnen und Herner, schön, dass Sie da sind. Sie wissen, wir leben in einer herausfordernden Zeit und ganz viele Krisen auf dieser, unserer Erde, haben Einfluss auch auf unseren Alltag. Und ehrlich, ja, das macht viele von uns ängstlich, das verunsichert und man muss auch ehrlich sagen, manchmal denkt man so viele Probleme. Aber es gibt auch diesen anderen Blick, diesen Blick auf unsere Stadt. Und da muss ich ehrlich sagen, da wird das Leben auch wieder angenehmer, denn wir sehen eine Stadt, die solidarisch ist, die zusammenhält, die Probleme hat, aber dort, wo wir Einfluss haben, da lösen wir auch Probleme, da schaffen wir was Besonderes. Und ich bin sehr, sehr dankbar, gemeinsam mit Ihnen im Jahr 2024 den Weg Herne zu einem Hochschulstandort zu beschreiten. Das ist schon etwas ganz Ungewöhnliches, was uns da gelungen ist. Bald werden 5.000 angehende Polizistinnen und Polizisten und Verwaltungsbeamte gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für neues Leben im Funkenbergquartier sorgen. Das ist nur ein Beispiel von vielen, wie sich Herne positiv entwickelt. Und dabei will ich es heute auch bewenden lassen, vor allen Dingen mit dem Hinweis, dass auch ganz viele junge Menschen mittlerweile regelmäßig nach Herne kommen. Das liegt an den außergewöhnlichen Ausbildungsplatzkapazitäten, die wir mittlerweile in Herne haben. Meine Damen und Herren, ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie mithelfen, dass Sie dieser Stadt Halt, dass Sie dieser Stadt Struktur geben, dass Sie sich engagieren, dass Sie sich hier wohlfühlen. Und auch auf diesem Wege meinen herzlichen Dank an Sie für die vielen netten Grüße in der Weihnachtszeit, für die vielen netten Präsente und für die Ermutigung, die wir hier alle erleben. Das ist eine Stadt, in der ich mich wohlfühle. Das ist eine Stadt, in der Sie sich hoffentlich weiter wohlfühlen. Wir werden Krisen meistern. Es gibt viele Krisen, auf die haben wir keinen Einfluss. Aber wie wir zusammenleben in dieser Stadt, das liegt allein an uns. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, Ihren Angehörigen frohe Weihnachtstage, besinnliche Zeit und kommen Sie gut in ein neues Jahr, das hoffentlich friedlicher ist als das vergangene.